Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich habe wieder ein tolles Produkt hier und zwar diesen Go-Kart. Das ist von demselben Hersteller wie dieses Hoverboard und wie das ganze Ding funktioniert, wie leicht man das aufbaut und wie das Ganze dann auf der Straße aussieht, das erfahrt ihr nach meinem Intro. Der Aufbau hat ungefähr 20 bis 30 Minuten gedauert und war jetzt nicht großartig anspruchsvoll. Ein kleiner Tipp von mir: Nehmt euch einfach einen kleinen Ratschenkasten zur Hilfe, weil das Werkzeug, das hier mitgeliefert wird, ist nicht groß nützlich, aber man bekommt dennoch alles zusammen. Und ja, wenn er dann zusammengebaut ist, muss man noch das Hoverboard hinten reinhängen. War aber auch kein großes Problem, weil man hier eine Verstellung hat und kann das ganze Ding von 6,5 Zoll Hoverboards bis ganze 10 Zoll Hoverboards einfach einhängen und mit Klettbändern fixieren. Ich laufe jetzt erstmal auf den Sportplatz. Ja, man kann mit dem Go-Kart zwar besser lenken und auch ja, besser bremsen, aber wie gesagt, auch wie mit so einem Hoverboard sollte man hier auf einem ja, abgesperrten Privatgrundstück fahren. Das ganze Ding kann man so zusammenklappen, dass es noch 70 Zentimeter hat. Und vom Gewicht, naja, 5,5 Kilo wiegt dieser Go-Kart, das Hoverboard nochmal 8,5. Und da weiß man, wie viel man zu tragen hat. So sieht das ganze Teil dann in diesem Transportmaß aus. Also ich habe gemessen von hier oben, von dem Sitz bis unten an die Kante von der Fußablage. Und das sind dann insgesamt 70 Zentimeter. Zwischen diesen Griffen sind 57 bis 62 Zentimeter, also außen und innen gemessen. Und wie gesagt, schon am Anfang erwähnt, passen hier 6,5 Zoll, 8 Zoll, 8,5 Zoll und die großen 10 Zoll Hoverboards rein. Auch schon gesagt, die 5,5 Kilo sind nicht großartig das Problem, aber wenn dann noch ein Hoverboard dazu kommt, unseres wiegt jetzt hier satte 8 Kilo, da kommt man schon 13,5 bis 14 Kilo, bekommt man dann schon zusammen. Aber man kann das ganze Ding auch leicht verschieben, wenn man einfach hier mit den Hebeln verstellt. Ja, da sieht man, das lässt sich also unheimlich gut rollen und dann auch transportieren. Wenn man es dann, wie gesagt, draußen stehen hat, kann man sich das dann gleich anmachen und fahren. Die maximale Tragfähigkeit liegt bei 100 Kilo. Das ist schon eine ordentliche Portion, aber man muss dann halt auch, wie gesagt, beachten, was ist beim Hoverboard zulässig. Da gibt es dann auch unterschiedliche Maße. Diese Verstellung ist hier ganz toll gemacht. Ich zeige das jetzt mal kurz. Man kann hier nämlich einfach durch diesen Drehmechanismus das ganze Ding aufdrehen. Das sollten dann, wenn die Kinder damit fahren, auch nicht zu fest sein. Dann zieht man das ganze Ding hier hoch, ja, kann dann ein Stück voraus und sobald man dann das erste erreicht hat, macht das Klack und dann weiß man auch hundertprozentig, dass dieses Gestänge, wo man die Füße drauf macht, auch eingerastet ist und dann dreht man das ganze Ding wieder bei, dass man das nicht, ja, passiert eigentlich fast nie, wieder hochziehen kann während der Fahrt und dann hält das ganze Ding. Wenn man dann noch eins weiter möchte, wieder hochziehen, ein kleines Stück hier nachgeben, dass praktisch diese Bolzen wieder oben drauf ist, ziehen, klack, beim nächsten rein. Es gibt hier einzelne Stufen, also man kann das bis zu einem Maximum, da muss man gucken, macht sich am besten einen Strich, wo ist das Maximum oder zieht es halt ganz raus, ist jetzt hier. Und zwar hat man verschiedene Stufen. Das Minimalste, was man hat, ist gemessen hier zwischen dem, jetzt nehme ich es mal wieder hoch, zwischen praktisch hier dem Sitz der Kante
und der Fußauflage hier ist das minimalste 40 cm hier. Und dann geht es in vierer Schritten weiter. Also 44, 48, 52, 56 und das Maximale, was man hier rausholen kann, ist 60 cm von der Kante gemessen bis hier vorne. Also da hat man schon gute Verstellmöglichkeiten. Ich bin mit einem 1,83 Meter gut drauf gesessen. Die Füße waren angewinkelt. Das war überhaupt kein Problem. Vorne die Rolle, die ist eigentlich ja nicht großartig hochwertig gemacht. Das ist ein ganz normales Lager hier. Man merkt auch schon ein bisschen Dreck, wo hier drin reibt. Und hier, das ist eine Kunststoffrolle. Aber tut sich auf dem Asphalt und auch auf dem Gras eigentlich gar nichts. Hier vorne, die Teile sind einfach nur reingesteckt. Also die kann man rausmachen, dass man eventuell sich andere drauf machen kann oder wenn man die abmachen will, aber dann hat man halt nicht so ein gutes Gefühl hier hinten. Der Sitz ist ordentlich drauf montiert, hat man ja schon bei der Montage gesehen mit 4 Imbusschrauben. Unten sind dann die Muttern. Ja, und das ganze System hier ist einfach so gemacht, dass man hier auch noch eine Mutter hat und kann praktisch dieses Schiebeteil bis weit ausfahren und dann halt, wie gesagt, diese 10 Zoll Hoverboards reinhängen. Wenn man das Ganze jetzt mal umdreht, schwer ist es halt schon, dann sieht man auf der Rückseite, ist das mit Glättbändern gemacht. Die lockern sich mit der Zeit. Die kann man dann immer mal wieder hier nachziehen. Einfach ein bisschen strammer machen und dann ist das ganze Ding wieder einsatzbereit. Und jetzt zeige ich noch mal kurz, wie es mit der Steuerung aussieht. Wenn man auf dem Go-Kart drauf sitzt und einfach beide Hebel nach vorne bewegt, fährt man einfach geradeaus und je tiefer man die ganzen nach unten drückt und desto schneller wird die ganze Geschichte. Beim Rückwärtsfahren verhält sich das genauso und man muss einfach nur die Hebel nach hinten ziehen, also nach oben, und auch hier ist es dann ganz egal, man kann leicht dosiert nach hinten fahren oder dann halt auch schneller, das ist überhaupt gar kein Problem. Und Kurven fahren sich logischerweise dann auch durch die Hebel ganz einfach. Drückt man den rechten nach unten und lässt den linken oben, macht man eine Rechtskurve, und drückt man den linken leicht nach unten und lässt den rechten oben, dann fährt man eine Linkskurve. Also es ist eine ganz einfache Sache und schnell gelernt. We'll be right back.